Hallo, ich bin Philipp Haas von Investor Search und in diesem Video möchte ich euch 10 Aktien zum Thema Drohnen und Flugtaxis, also wirklich sprichwörtlich fliegende Autos, vorstellen. Das ist ja so ein Urtraum der Menschheit und ich glaube, da sind wir doch ein bisschen näher dran, als der ein oder andere meinen würde. Das heißt jetzt nicht, dass ihr morgen irgendwie mit dem Flugtaxi zur Arbeit fliegt, aber es wird erste Anwendungsfälle geben, die eher am Anfang ein bisschen an Helikopter erinnern, aber Drohnen sind einfach leichter, günstiger, leiser. Und da gibt es einfach auch ein bisschen mehr Themen, sei es im touristischen Bereich, im militärischen Bereich haben wir es gesehen, ja, der Krieg in der Ukraine, spielen Drohnen eine ganz entscheidende Rolle. Und was auch mehr kommen wird, dass es halt einfach fixe Fluglinien gibt, wo dann zum Beispiel von einem Flughafen zu einem Hotel oder zu einer Insel oder sowas, dass es einfach dann günstiger ist, mit der Drohne zu fliegen, zum Beispiel zwischen den Balearischen oder Kanarischen Inseln. Da gibt es ja aktuell so Propellermaschinen. Da würde es einfach Sinn machen, dass dann ähnlich wie eine Fähre so einen Drohnenplatz gibt auf zwei Ecken und die dann autonomen hin und her verkehren. Ja, und es gibt natürlich dann auch unterschiedliche Anwendungsfälle bei den Drohnen. Kurze Distanz, lange Distanz. Deswegen, es wird kein Winner-Takes-it-all-Markt geben und es ist natürlich etwas Hardware, das ist schwieriges, kapitalintensiv. Es wird viele Firmen geben, die pleite gehen werden. Aber wenn wir uns die ganze Branche anschauen, man kann das wahrscheinlich für unter 10 Milliarden, die ganzen Firmen, kaufen, was eigentlich für das Potenzial nicht so viel ist, wenn man uns irgendwie in KI sind es irgendwie 5.000 Milliarden aktuell. Und der Markt per se ist ja gigantisch von Mobilität zu den Themen. Wird es natürlich auch ein paar große Spieler auch sein, wie irgendwie Airbus oder sowas, die sind jetzt hier nicht erwähnt, weil es wahrscheinlich nicht unbedingt auch positiv ist, wenn es da einfach mehr Konkurrenz gibt. Muss man allerdings abwarten. Auch Helikopterhersteller ist es wahrscheinlich auch nicht so positiv, wenn da was Günstiges ist. Weil Drohnen, die ersten Preise sind gar nicht so shocking und die Sachen haben jetzt die ersten Firmen auch die Lizenz bekommen. Und die letzten zwei Firmen, das ist vielleicht noch der Hinweis, bin ich indirekt investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben, dass sie keine Anlageberatung. Aber fangen wir mal an mit der größten Marktkapitalisierung, die vielleicht auch der ein oder andere kennt. Joby Aviation, wirklich sehr futuristisches Gefährt, was wir hier sehen. Und die haben Flügel, das heißt, die Reichweite ist deutlich länger. Das kann halt dann wirklich, sag ich mal, innerhalb von Europa, dass ich da zwischen den Städten reisen kann. Das ist mit den kleinen Drohnen zum Beispiel nicht so möglich. Machen aber halt, wie wir hier sehen, auch noch keine wirklichen Umsätze und brauchen halt die Lizenz dafür. Das sollte aber halt die nächsten Jahre kommen. Ein bisschen deutlich älter und auch schon deutlich mehr Umsätze und etablierter wäre AeroVironment. Die stellen Militärdrohnen her, die auch in der Ukraine zum Einsatz kommen. 5 Milliarden ist jetzt auch nicht mehr so klein. Und ihr seht, die Firma gibt schon ein bisschen länger. Ist vor allem beim Thema Aufklärung, aber auch so ein paar Kamikaze-Drohnen sind da dabei. Wobei, sag ich mal, die Konkurrenz da eher von den großen Rüstungskonzernen kommt. Und das Wachstum bis jetzt zuletzt ist ein bisschen angezogen, aber noch gar nicht so stark kam. Aktie ist nach KGV auch nicht so günstig, aber es ist halt ein Pure Play in diesem Bereich. Deswegen habe ich mir die Aktie schon länger mal angeschaut, aber irgendwie hat man es noch nicht so in den Zahlen gesehen. Die nächste Aktie wäre Archer Aviation, auch ein bisschen ähnlich wie Joby, ein bisschen kleiner von der Market Cap. Ähnliches Thema kam über ein SPAC an die Börse. Hier ist es auch so ein Thema, kann sehr gut sein, dass sie schaffen oder nicht. Ist einfach sehr, sehr spekulative Aktien, aber 1 Milliarde ist noch so eine Market Cap. Ja, da können sie auch nochmal eine Kapitalerhöhung machen. Es ist, sage ich mal, es steht nicht mit dem Rücken zur Wand. Trotzdem für die Umsätze ist natürlich schon relativ viel. Das wird leider wahrscheinlich ein bisschen enger bei Lilium. Ihr seht es hier am Chart, kam auch ein Spec um die Börse. Die sind die Kursverluste aber größer, sind aber immer noch 0,5 Milliarde wert. Wenn da eine Kapitalerhöhung möglich ist, wird es schwierig. Handel allerdings noch ein bisschen Netto-Cash. Lilium sitzt in der Nähe in Wesseling und würde mich natürlich freuen, wenn sie es schaffen würden. Also müssen trotzdem die Entwicklungskosten ein bisschen runterbekommen. Die Verluste sind da hoch. Tencent ist aber da zum Beispiel als Investor drin. Und China ist ja wirklich auch sehr, sehr führend im Bereich Drohnen. Das ist natürlich auch ein strategischer Investor. Deutlich enger wird es zum Beispiel bei Vertical Aerospace, auch wenn sie ein gutes Orderbuch haben sollen. Hier noch 150 Millionen Market Cap. Ihr seht, ziemlich
runtergekommen. Ist immer die Frage, was dann, sag ich mal, so die Technik wert ist. Sieht auch aus wie ein sehr moderner Hubschrauber. Ich denke, für einen Strategen ist sowas immer noch ganz spannend. Hat man natürlich auch einen hohen Hebel nach oben, aber ist halt dann eher so Richtung Krypto. Und an der Unterstützung auch Eve Holdings, die auch ein bisschen Richtung Hubschrauber gehen. Aber auch noch, wie gesagt, keine Umsätze bei hohen Verlusten schreiben, also von Finanzzahlen nicht so spannend. Jetzt kommen wir zu vier Aktien, die ich interessant per se finde. DroneChill zum Beispiel, die sind aus Australien. Ihr seht, ist auch nicht so teuer. Und die stellen ja auch sehr fancy und zukunftsträchtig solche Drohnenabwehrkanonen her. Ist ja eigentlich auch, sag ich jetzt mal, kann man als grüne Defense-Aktie sehen, denn sie töten keine Menschen, sondern ist wirklich eigentlich eine Abwehrwaffe, indem sie einfach die Frequenzen blocken von solchen Drohnen und dann stürzen die ab oder fliegen zur Ausgangsbasis zurück. Das wird wahrscheinlich in Zukunft in jeder Einheit irgendwie so geben. Dazu gibt es die auch schon länger und ist auch jetzt aus dem, sag ich mal, Widerstand ausgebrochen. Auch eine europäische Aktie gibt es, die aber auch so ein bisschen leidet, wäre die Parrot oder Parrot. Die haben früher mal so für Autos irgendwie so Technik gemacht, dass man irgendwie durch die Telepiatsch durchfahren kann. Nur noch 130 Millionen wert. Und die haben so diesen typischen kleineren Drohnen, die man zum Beispiel für Videos oder für im Agrarbereich braucht. Aber ihr seht, ja, da ist einfach sehr, sehr viel Konkurrenz aus China. Das ist schwierig, das profitabel zu machen, aber von der Technik sicherlich auch nicht so interessant. Und wem das vielleicht immer noch zu fancy wäre, das wäre jetzt eine Aktie, wo man es indirekt ein bisschen spielen kann, das wäre die FACC. Das ist ein Hersteller oder Zulieferer für die Airline-Industrie. Aber sie bauen auch diese Chassis, zum Beispiel für Job Aviation und auch ein paar andere Drohnenhersteller. Das ist ein Business, was sehr stark wachsen kann. Sicherlich in der Bewertung auch noch nicht drin ist. Und das ist auch sowas, man hat ein solides Basisgeschäft mit einer Upside-Position, was sicherlich auch im Aktienkurs auch aktuell noch nicht so drin ist. Wäre also so eine defensive Variante, das Thema zu spielen. Deswegen ist es hier in dem Wikifolio mit drin. Und auch spekulativ beliefern sie auch, wäre die EHang, war ja seit dem Video, war es mal zwischenzeitlich ein Tenbagger, sehr volatile Aktie. Sie haben aber jetzt als erste Firma weltweit eine offizielle Zertifizierung in China bekommen. Danach ist die Aktie links runtergekommen, so Sell and Good News, haben sich das auch nicht so gut verkauft, aber sie setzen auf Zweiersitzer, die autonom fliegen, erstmal im touristischen Einsatzgebiet und dann diese besprochenen Flugrouten. Und ich glaube, das Autonome, dadurch wird es halt profitabel. Ne? Weil wenn ich, selbst wenn ich da vier Sitze habe und einer muss an den Piloten gehen, die müssen ausgebildet werden, das ist teuer, da wird es wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, bis es wirtschaftlich ist. Und so eine E-Hang nagelt mich nicht fest, aber ist, glaube ich, der Preis von so einem Luxusauto. Also das ist durchaus etwas, was ich dann rechnen kann im touristischen Bereich. Also ich würde für sowas so einen Rundflug mal zahlen. Oder wenn ich so 10, 20 von den Dingern zwischen den Inseln oder so einsetze, ich glaube, das kann man sehr schnell wirtschaftlich betreiben. Ist natürlich schwierig, hier die Umsätze zu schätzen. Aber per se sind sie schon relativ weit. Und ihr seht von der Marktkapitalisierung, ich glaube, wenn es eine US-Firma wäre, wäre das 5 bis 10 Mal mehr von der Bewertung, und sie setzen da eigentlich auch ein bisschen anderen Ansatz, haben noch andere Produkte in der Pipeline. Also wenn die es schaffen, ist hier sicherlich auch ein ordentliches Vervielfachungspotenzial. Das ist natürlich eine sehr spekulative und riskante Aktie, wo ich auch indirekt minimal investiert bin. Was ist eure Favorit davon? Welche Aktie habe ich vielleicht vergessen? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Natürlich gerne liken und dem Kanal beitreten. Ciao!